Zur Pressekonferenz nach dem Zweitrundenspiel im Cup zwischen der Austria und dem SK Sturm. Ich darf bei mir am Podium die beiden Trainer begrüßen, Heiko Vogel von Sturm Graz, Thomas Letsch von der Austria, und auch den Trainer der Gästemannschaft wie immer um das erste Statement zum Spiel bitten. Ja, erstmal Gratulation zum Erreichen der dritten Runde. Und darum ging es heute und das haben wir heute versäumt. Entsprechend groß ist die Enttäuschung und noch größer ist die Enttäuschung auch aufgrund der Leistung, die wir gebracht haben. Wir haben 3 Torschüsse zugelassen, 2 davon waren drin. Wobei das zweite Tor zu leicht ging und das erste Tor wieder aus einer Standard resultierte. Ich glaube, dass die Austria sich insbesondere in der ersten Halbzeit beim überragenden Penz bedanken kann. Wie er den zweiten Ball gehalten hat, weiß ich bis heute nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht erfahren. Mirakulös. Großes Kompliment für die Leistung und ich bin mit meiner Mannschaft, was die Leistung angeht, sehr, sehr zufrieden. Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft, haben aber das Entscheidende vermissen lassen, nämlich die Chancen, die wir uns herausgespielt haben, die haben wir eben nicht genutzt und entsprechend scheiden wir dann aus. Danke Heiko. Thomas, darf dich um deine Sicht auf das Spiel bitten. Ja, zunächst hat der Heiko richtig gesagt, in einem Cupspiel geht es darum, eine Runde weiterzuziehen und mal unabhängig von der Leistung haben wir heute gegen Titelverteidiger gewonnen und das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit und deshalb freuen wir uns auch sehr über diesen Sieg und dass wir in der dritten Runde sind. Ich denke, wir haben zu Beginn des Spiels so die ersten 15 Minuten das eigentlich ganz ordentlich gemacht, ohne zwingende Torchancen zu haben. Aber dann sind wir viel zu passiv geworden, haben uns hinten reindrängen lassen, haben uns zu weit zurückgezogen und haben so auch dem Gegner Chancen ermöglicht. Wenn man passiv ist und sich alles in der eigenen Hälfte abspielt, dann ist das die logische Folge. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Da waren wir wieder auf Augenhöhe mit dem Gegner, haben uns dann, denke ich, sogar im Laufe des Spiels schon das Momentum auf unsere Seite gezogen, haben zum richtigen Zeitpunkt das 1-0 gemacht, muss man auch klar sagen. Und so ist es eben im Fußball, so wie der Heiko sagt, das Tor ist zu leicht gefallen, muss ich sagen. So stelle ich es mir vor wie das zweite Tor, da haben wir endlich mal eine gute Balleroberung gehabt, schnell umgeschaltet, wie wir es uns vorgestellt haben und das dann auch gut abgeschlossen. Und so gesehen, zweite Halbzeit okay, aber am Schluss das, was überwiegt und was im Grunde interessiert, ist, wir sind eine Runde weiter und haben Cup-Verteidiger eliminiert. Danke Thomas, darf nur noch mal eure Fragen bitten. Bitte mit kurzem Handzeichen melden und der Philipp kommt mit dem Mikrofon. Peter Glöbel von der Krone-Zeitung. Kevin Friesenbichler, treibt er einen Trainer zur Weißglut mit seiner Meckerei oder muss man ihn meckern lassen? Er wandelt ja immer da bei einer gelben Karte herum. Und muss man ihn so nehmen, wie er ist? Hat er gemeckert heute? Sehr oft. Okay. Er war ja auch zum Beispiel bei Entscheidungen, die im eigenen Strafraum sind, rennt er hin und meckert. Ja, also Kevin Friesenbichler ist Kevin Friesenbichler. Das gehört zu ihm als Persönlichkeit. Ich muss sagen, ich bin froh, weil das fehlt uns im Moment, diese Emotion. Komischerweise brauchen wir immer eine gewisse Zeit, bis wir da richtig reinkommen und ich sag mal, wenn Jimmy Dzeko ist so ein Beispiel, der hat man gesehen, hat lange nicht gespielt und je länger das Spiel ging, umso mehr kam er rein in die Situation und wenn wir bei diesen Emotionen sind, fand ich speziell in der zweiten Halbzeit Florian Klein sensationell, wie er die Mannschaft angetrieben hat, wie er nach vorne verteidigt und nach vorne reingegangen ist und das brauchen wir und deshalb sage ich, diese Meckerei von Kevin, solange er trifft, soll er meckern und solange niemand beleidigt und nicht vom Platz muss oder blöde gelbe Karte kriegt, ist mir auch egal. Erste Reihe, Philipp. Kallinger, Georg Krone, Steiermark. Heiko, in der Meisterschaft hat es ein Standardtor gegen die Admira gegeben, dann gegen Mattersburg zu Hause nach einem Einwurf. Heute wieder Standard, wo man sich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel kaputt gemacht hat. Ist das nicht inwieweit ein bisschen frustrierend, dann auf der Trainerbank das anzuschauen? Natürlich ist es frustrierend, ja. Aber es ist ja so, ich glaube, bei uns gibt es keine normale Spielfortsetzung mehr im Training, sondern alles, was ist, ist eine Standard. Ja? Sobald es einen Foul gibt oder Einwurf oder sowas, machen wir nur Standardsituation. Es ist das letzte Quäntchen Wille, was fehlt. Ja? Die Galligkeit, einfach auch mit aller Macht, was mir zur Verfügung steht, ein Tor zu verteidigen. Und das hat mir gefehlt. Und das ist allzu oft so. Ja? Ich glaube, das haben wir auch gegen Mattersburg, insbesondere erste Halbzeit, hätte ich nie geglaubt, dass die ein Tor schießen können. Bis zur 8. Minute. Auf einmal steht da außen nichts. Einziger Torschuss, erste Halbzeit, ein Tor. Das zweite Tor kann passieren. Aber heute die beiden Tore können so nicht passieren. Ja? Auch vom zweiten geht ein klarer Abwehrfehler von uns dann aus. Ja? Ich glaube, dass man den Angriff unterbinden kann.
haben wir nicht geschafft. Das ist das Traurige. Es ist vielleicht so kurz nach dem Match ein bisschen schwierig, aber wenn man sich das große ganze Bild jetzt anschaut, in der Meisterschaft Platz 6, Europacup wissen wir alle, was passiert ist, also ausgeschieden, Titelverteidiger im Pokal, jetzt in der zweiten Runde draußen. Wie ist aus deiner Sicht die Gesamtsituation, beziehungsweise machst du dir ein bisschen ein Stück weit Sorgen, auch was deine Person betrifft, dass es jetzt ein bisschen unruhiger wird in Graz? Boah, es war ja schon unruhig, ja. Also, ich meine, das, was ich im Stadion mitbekomme, kriege ich ja Unruhe mit, ja, aber geht ja nicht um mich. Ja, ich gebe alles. Ich sehe, dass die Mannschaft auch alles investiert. Wir müssen weiterarbeiten, konsequent weiterarbeiten. Und dann ist vielleicht irgendwann mal das Momentum auf unserer Seite. Johannes Hofer, Sky. Heiko, du hast die Gegentore schon angesprochen, aber ist man da dann irgendwann mit dem Latein auch am Ende? Wenn man sich die Gesamtsituation halt dann anschaut, auf der einen Seite will es und will es nicht klappen, hinten gescheppert. Was heißt mit dem Latein am Ende? Ich glaube, wir haben doch ein gutes Spiel gesehen von unserer Seite. Ja, also wenn man bei der Austria in deren Stadion klar die dominierende Mannschaft ist, dann ist das schon mal nicht so schlecht. Ja. Das ist kein schlechter Ansatz. Aber wir müssen weiterarbeiten, immer weiter. Es geht immer weiter. Ja, das sind Phasen im Fußball. Gibt es solche Phasen, wo einem nichts gelingt, wo dann auch das Momentum dann auf die Seite des Gegners fällt. Ja? Ich meine, Mattersburg hat uns ja nicht an die Wand genagelt. Ja? Die Eckball und dann kommt ein Jahrhundertschuss. Das war es 2-1, aber es ist nicht so, dass sie uns bespielt haben. Ganz im Gegenteil. Wir müssen immer weitermachen, immer weiter. Peter Göbel. Edam Wonji, wann ist die Verletzung passiert? Was hat er und gibt es da Diagnose oder wie lange ausfällt? Wann sie genau passiert ist, wissen wir nicht so genau. Er hat schon seit längerer Zeit Probleme mit dem Rücken. Und am Ende vom letzten Spiel war es was wieder etwas mehr. Es hat sich dann einfach gezeigt. Wir haben gedacht, wir kriegen das wieder hin. Aber eine endgültige Diagnose haben wir noch nicht. Aber es war auf jeden Fall klar, dass er heute nicht 100% bringen kann. Und dann macht es keinen Sinn. Speziell beim Eddie. Es gilt für jeden, aber der Eddie ist vielleicht noch mehr der Typ. Wenn der nicht bei 100% ist und auch im Kopf nicht klar ist, dann braucht man nicht auf dem Platz. Ja, wir checken jetzt alles ab. Also wir sind mit der Diagnostik schon relativ weit. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das ist. Also er ist auf jeden Fall fraglich für Hartberg. Nach dem 2:0, Lukas Zaras Box, nach dem 2:0 haben Sie kurz miteinander diskutiert, Sie beiden, worum ist es da genau gegangen? Ich habe was beanstandet, Thomas hat gesagt, er kann keine Abhilfe leisten, Thema gegessen. Gibt es noch Fragen? Gut, wenn nicht so ist, dann wünschen wir Sturm Graz eine gute Heimreise, alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Danken Ihnen fürs Kommen und wünschen noch einen schönen Mittwochabend. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Mittwochabend. Ciao.